Atmen wir durch. So, einen schönen guten Morgen. Für uns geht es dann gleich weiter. Wir fahren die kalte. Seht einfach hin, guckt es euch an. Das wird spannend heute. Wir fahren in einem Bergdorf, Bergstadt. Gucken wir uns an hier in Frankreich. Sieht auf den Bildern bei Google erstmal richtig toll aus. Wir schauen auch noch, ob es uns auch so gefällt. Okay, und dann sehen wir uns später wieder. Jenny, was machst denn du hier eigentlich? Ja, was sieht's denn aus? You do your job. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind gestartet von Les Saus. Und zwar der Campingplatz La Choupe. La Choupe, genau, La Choupe. Oder irgendwie so in der Nähe von Les Saus. Super Campingplatz. Wir haben bezahlt 24 Euro für den Stellplatz. Okay, es gibt sogar einen Pool, den wir natürlich nicht genutzt haben. Aber wen das interessiert, wer da Spaß dran hat, kann das gerne nutzen. Und ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen. Wir fahren jetzt hier einen Pass. Den Col de la Collet oder so irgendwas. Sicher, entdecken wir mal irgendein Schild. Dann berichten wir euch nochmal genau. Nach 500 Metern links abbiegen auf Lesauze B209. Ja, dann machen wir bestimmt da oben auch einen Stopp. Kurzen. Wow. So, genau. Und dann geht's weiter in dieses schöne Bergstädtchen. Tja. Also, wir wünschen euch viel Spaß. Wir wünschen uns viel Spaß. Feuer frei. Auf Lesauze B2. Warte mal. Warten wir durch. Wenn du hier an dem Stein aufpasst, der rechts. Du bist ungefähr über einen Meter weg vom Abgrund. Aber pass auf den Stein hier vorne auf. Was ist das? Wird knapp. Kann ich noch mal rechts? Nicht viel. Du kommst 10 cm am Stein vorbei und jetzt wieder langsam einlenken zu mir rüber. Okay. Am Stein bist du vorbei. Was? Bist du am Stein vorbei. Okay. Ja. Okay, wir hatten jetzt gerade eine Engstelle. Wir müssen mal gucken, ob Jenny tatsächlich das aufgenommen hat. Da war die Straße weggebrochen. Da war es etwas eng, aber wir sind vorbeigekommen. Jenny hat von außen geguckt, das passte. Da war die Straße unterspült, aber Absperrung, naja, die war halt offen. Und zwar nirgendwo ein Schild. Ist halt, ja, Frankreich, ne? Die nehmen das ja locker wahrscheinlich. Genau. Weiter geht's, würde ich sagen. Der Col de la Cayolle ist ein Gebirgspass der französischen Seealpen. Die Passhöhe befindet sich auf 2326 Metern und hat eine Länge von 69 Kilometern. Trotz der zum Teil schlechten und engen Straßen ist der Col de la Cayolle einer der landschaftlich schönsten und abwechslungsreichsten Pässe der Westalpen auf unserem Weg Richtung Mittelmeer.
Ja, sie. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes. Identity, it's mind over everything. Gehen wir mal Jenny fragen, wie es Jenny gefällt. Jenny, ist dir schlecht geworden? Oder geht's? Es geht. Schlecht. Sehr schön. Hat dir die Strecke gefallen? Gefällt mir immer noch. Gefällt dir immer noch. Gut, dann warten wir ab, wenn wir runterfahren. Guck mal, da hinten sieht man sogar noch ein Stückchen, wo wir langfahren. Ne? Da und dann geht es da unten lang. Feuer frei, gib mal Gas.
Die Abfahrt der Col de la Cayolle beeindruckt uns auch durch die vielen Tunnel und seiner interessanten Straßenführung. Teilweise kamen wir uns vor wie auf einem anderen Kontinent. Diese Aussicht gesehen, Hammer, oder? Echt total cool. Also den Pass Cayolle können wir euch echt empfehlen, diese Strecke. Aber es ist eng, also wir hatten knappen Kontakt mit Motorradfahrern, die hier sehr, sehr zügig unterwegs sind. Also da ist echt die Sache mit Vorsicht zu genießen. Aber es macht total Spaß hier zu fahren. Es ist ein bisschen wie in den Rocky Mountains, wenn man dann hier die Straße runterbummelt, wie wir jetzt fahren. Da gibt es ein paar Tunnel. Geil. Macht einfach nur Spaß. Man sieht so viel. Um auf D902 zu bleiben, dann leicht links abbiegen auf Route de Grenoble.
Wasser mit Höhenbegrenzung. Eine Herausforderung, die uns die nächsten Tage noch intensiv begleiten wird. So, ihr Lieben, wir sind da. Guckt's euch an. Coole Sache, oder? Wir gehen mal rennen. Erstmal gibt's was zum Mittag. Wir hoffen, wir finden ein Plätzchen, gemütliches. Und dann zeigen wir euch noch ein bisschen das Örtchen. Montereau ist eine mittelalterlich-französische Gemeinde mit 816 Einwohnern und liegt auf 472 Metern und gleicht einer Festung. Durch das Haupttor betritt man die Brücke Pont-Louis aus dem Jahr 1658. Diese dient als Haupteingang in das alte Dorf. Das durch eine Stadtmauer geschützte Montereau beeindruckt uns mit seinen Zitadellen, Kathedralen, mittelalterlichen Toren, hohen schmalen Häusern, verwinkelten Gassen und Plätzen mit Brunnen. Die gotische Kathedrale wurde in den Jahren 1609 bis 1630 gebaut. So, ihr Lieben, wir drehen jetzt noch eine Runde hier durch die Stadt. Sehr hübsche Stadt, muss ich sagen. Wie gefällt es dir, Jenny? Sehr gut, langsam. Schön alte Stadt. Genau. Und dann geht's weiter zum Auto und dann fahren wir Richtung Mentorin-Nizza runter. An das große, weite Wasser. Aber mal sehen, was zwischendrin noch kommt. Aber wir müssen jetzt uns langsam sputen. Die Zeit drängt ein bisschen. Wir haben es jetzt schon nach 15 Uhr. Wir wollen heute nicht wieder so spät sein mit der Stellplatzsuche. Wir wollen die Nacht, haben wir mal geguckt, in Menton übernachten. Wenn da noch was frei ist irgendwo, da gibt es einen schönen Stellplatz, den wir gefunden haben. Und ja, es sind noch knapp 50 Kilometer bis Menton. Auf Route der Grenoble M6202 zu bleiben. Und auf jeden Fall noch knapp 50 Kilometer und dann sind wir auch schon da. Dann werden wir dort einchecken und dann vielleicht gucken wir uns dort mal dieses kleine Städtchen an, wo wir hinfahren. Das ist nämlich ähnlich wie ihr gerade gesehen habt. Alles ein bisschen oldschool, aber geil. Weiter geht unsere Reise durch Nizza entlang der Küste vorbei an Monaco bis Menton.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look. Immer wieder eröffnet sich uns der Blick auf das Meer. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Leute, guckt euch an, wir sind da. Geil, oder? So, wir fahren jetzt noch ein Stückchen weiter bis Mendon auf unserem Stellplatz und dann hören wir uns wieder. Jenny hat ein bisschen Bauplan gemacht. Be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Auch ein Blick auf Monaco können wir auf unsere Fahrt erhaschen. Diese Stadt schauen wir uns auf jeden Fall noch genauer an. Abenteuerliche Strecke nutzten wir, um unseren Stellplatz für die Nacht anzufahren, der leider schon belegt war, weshalb wir dann auf den schönen Campingplatz Saint Michel für die nächsten zwei Nächte landeten. Elfriede wird uns dankbar sein, wenn Kurven und Steigungen weniger werden. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. So, ihr Lieben, das ist unser Platz für diese Nacht. Wir haben ein bisschen Meerblick durch Olivenbäume. Wir sind dann doch nochmal umgerückt und das ist er jetzt. Okay, wir gehen dann auf jeden Fall nochmal runter an den Strand. Hier können wir an den Strand gehen, konnten wir bei dem anderen nicht. Deswegen bleiben wir jetzt hier zwei Nächte und dann gucken wir uns mal morgen, denke ich mal, Monaco an und Mentone richtig an. Wird gut, hier sind wir übrigens in Mentone. So, ihr Lieben, wir essen jetzt noch was zum Abend, gehen wir noch mal kurz ins Wasser und dann geht es zurück auf den Campingplatz.